so um 2000, 2001 muss irgendwann der Stolper da gewesen sein und ein großes Fest, weil sie machen neue Versuche, Gentechnik. Da habe ich mich um das Thema noch gar nicht gekümmert. 2003, als dann die Versuche größer waren, haben sie richtig Freilandversuche gemacht von so und so viel Quadratmeter. Haben wir vom Kreisverband und vom Ortsverband der Grünen oben demonstriert und die Doktoren von Weinstephan haben uns versichert, es kann nichts passieren. Auch keine Bienen gehen auf den Mais, weil Mais ist ein Windbestäuber. Ja, ein Jahr später haben wir wieder demonstriert und zwar mit Bienenvölker. Ich habe gesehen, dass die Maispollen aktiv von den Bienen gehäuselt werden und das tragen sie dann heim. Wir haben ungefähr 500 Meter von so einem Maisfeld entfernt dann die Bienen aufgestellt und Christine Kamm war dabei und danach habe ich den Pollen zum Analysieren gegeben und da kam raus, dass 4,1% GVO-Anteil drin war. Vor Gericht hat es dann geheißen, ich muss mit meinen Bienen abwandern. Es ist schwierig, mit so einem Bienenhaus wegzuwandern. Wir haben unser 850-jähriges Jubiläum gehabt in Kaisheim. Die Zisterzienser haben nachweislich seit 850 Jahren Bienen gehalten in Kaisheim. Und jetzt kommt der Freistaat Bayern, macht da einen Versuch und dann heißt es, wir Imker sollen wegziehen.